Later! Und das ist halt sowas, ne? Deswegen mache ich das auch nebenbei. So, jetzt gehen wir aber trotzdem bei Vegeta mal rein. Angriffsauswahl. Wir haben die Gallic Gun, wir haben jetzt Schnellfeuer-Kiewelle. War das der Kack-Move? Nee, das war kein Kack-Move, oder? Das war ein anständiger Move. Stufe 25, Stufe 25. Ja, ja, alles mit dem nächsten Level. 30. Nevermind. Aber wir brauchen nicht mehr viel XP. Dass wir vielleicht gegen Sarbon. Oder? Ja, dann machen wir den so. Ah, wir kriegen den doch so hin. Wir kriegen den doch so hin. Komm. Wie geht er? Das ist ein Judah. Das ist ein Judah. Gut, ist jetzt. Macht Damage. Ist ordentlich. Ich sollte aber vielleicht was essen. Das ist, glaube ich, ein guter Call. Was zu essen machen, was zu essen braten. So. Mahlzeit. Inventar und Loot müsste ja geshared sein. Magerer Riesenfisch. Ja, das kommt. Hauptsache rein da. Müsste uns nämlich auch heilen wieder, was TP und so angeht. Ja. I und TP geheilt. Naja, seht ihr, Leute, seht ihr. Und voll geheilt gehen wir da jetzt nämlich rein in den Kampf. We wouldn't have to split up and find the villagers if we just had our scouters. Well, look at that, if it isn't Sarbon. You know, I ran into your friend Dodoria earlier. He's super dead. Nice. And soon you will be. What? You beat Dodoria? So that's why he never came back. One and only. I can't believe this. I hear you've lost all your precious scouters and had to split up to look for Namekian villages. Which can only mean Frieza's holding on to the Dragon Balls you obtained so far. Damn you. Frieza will not get his dirty hands on all of them. I'll make sure of it. I've already found one myself, and the others are as good as mine. What? Oh ja, Sarbon. Du kriegst auf die Fresse. I'm low on energy. As long as I can attain mehr Leben als er. Frieza is as good as dead. You fool. Wilder Blaster. Okay. Nicht so stark homing wie hier von Dodoria. Tanz des Blutes. Okay, Bruder. So, wir machen mal Schnellfeuer Kiewelle. Ah, das ist der Move. Yet he still feared the power of the Saiyans. You're about to get just a taste of that very power. Machen wollte ich sagen. Ja, das ist der Nachteil, weil man ist dann immer so festgelockt hier. Nein! I can't believe it! Sie geht auch so mad, das ist so geil. Einmal getroffen. I can't believe it! Prepare yourself! Prepare your. Ja, Okay, das war ein bisschen awkward. Excuse me? Excuse you? Got him. What's wrong? Aber war nur die erste Runde, war nur die erste Runde. I don't believe this. Das ist ja so ein Pretty Boy und er muss jetzt... Oh, 1000 XP. Er muss sich jetzt leider ein bisschen verunstalten. Und dann geht's jetzt in die zweite Runde, nämlich. After all that, you couldn't lay a finger on me. You've improved. I'll give you that much at least. But... You don't seem to realize the mistake you've just made. You have awakened my true power. You've got quite a sense of humor. What? Go on, show me your power. You are going to regret this, Vegeta.
prepare to be amazed by my glorious transformation. Aber fand er das nicht irgendwie bescheiden, wenn er die annehmen muss? Ja, glorious ist die nicht, Bruder. Oh no, wir sind immer noch angeschlagen, ne? Oh, never fucking mind. Damn you! You must feel pretty foolish. You went to all that trouble to grow stronger, and Scheiße. For what? Nothing. And here's something else you probably didn't know. Mm-hmm. Lord Frieza also hides his true power behind transformations. Oh, he passed out. Das war ein Schock. I'm afraid I can't let you die just yet. I still have a lot to ask you. Stimmt, der schleppt uns jetzt weg und dann werden wir erstmal geheilt, aufgepäppelt. Damit wir sagen können, wo der Dragonball ist? I can't believe I'm actually providing aid to a traitor like you. Once you're fully conscious, you're going to tell me where you've hidden the Dragon Ball. Ah, genau so war das. Ah, yikes. Na gut. It is wie das. That's Guru's house. That's it? Hey, Nail! You're okay! I'm glad to see you're safe, Dende. Grand Elder Guru is aware of your situation. You two may enter. Grand Elder Guru will see you now. Dankeschön. Auch mal schön ohne Explanation. He's huge. Welcome, young Earthling. I understand I have you to thank for saving my little Dende here. My gratitude. Well, I really didn't do much. It pains me that most of my children on this planet have fallen victim to such vile invaders. I had no idea the Dragon Balls, the very symbols of Namekian wisdom and power, could cause such strife. Forgive me for cutting straight to the chase, but do you think I could borrow the one that you got right there? Look, I won't let the bad guys get their hands on it. I promise! I'd like him to have it as well. If the Earthlings get the Dragon Balls, they can wish for theirs to return to Earth. What? What? There are Dragon Balls on Earth as well. Is, or was, there a Namekian there? Yeah. Oh yeah, I remember hearing about one coming to Earth in order to flee some sort of crisis here on Namek. It must have been Kata's child. Truthfully, I'm surprised the child was able to survive the journey. If memory serves me, he was a gifted member of the Dragon Clan, the creators of the Dragon Balls. But how is it he met his end? Did he die of natural causes, or was he killed? He was killed by someone here on Namek, a Saiyan named Vegeta. Young Earthling, please step forward. Stand up, aber. I would like to look into your past. Huh? My past? My goodness. He split himself in two to combat the evil in his own heart. How foolish. To reduce such extraordinary potential is such a waste. If he had remained as one, he might not have met with such a horrible fate. Remained as one? Wait, does that mean if Kami and Piccolo rejoin, Piccolo will get his power back? Very well. I can see that your intentions are pure, and that you have exhibited great bravery thus far. I will entrust this Dragon Ball to you. However, you might not be able to make your wish. What do you mean?
Unfortunately, I am not long for this world. I have perhaps only a few days left. Do you think you can reclaim the remaining dragon balls from those horrible fiends? As strong as you are, I fear that might prove impossible. Once I am gone, the dragon balls will cease to exist. I see. Well, I guess we'll just have to do what we can. I'll keep the dragon ball, and I'll guard it with my life. I appreciate it. I must say, you seem to possess a great deal of strength for an Earthling. But much of it lies dormant and unrealized. How unfortunate. Allow me to release the power resting deep inside you. What are you talking about? There's no way I'm hiding any more power. I mean, I'm already pushing myself to the limit. Where did all this power come from? Yeah! I've never felt this kind of power before! This is incredible! Wait. Would it be okay if I brought a friend of mine here to see you? I bet he's got more untapped power than me hidden inside of him. Yes, please bring him here. We could use another ally in the fight for justice. Okay, I'll be right back with him. Now, wait here, Dende. I'm gonna go get Gohan, okay? All right. Be careful. Nice. Ach, bei Erkundung da hinten, bei Abenteuer. Okay, interesting, interesting. 20.000 XP. Oh, gut, okay. Doch nicht der Boost. Schauen wir mal. Hey, Gohan! According to the radar, the Dragon Ball over there is on the move! It's heading straight for us! Do you think it's Krillin on his way back? I bet it is! But, what about this one? These five here are probably the ones that Frieza guy has. And hey, here's this one, all by its lonesome. Darf ich den suchen mit Gohan? Wait, und dem Radar? That's the village we heard Vegeta was attacking, oh, cool. Right? But Vegeta isn't there. I don't sense his energy anywhere near it. Oh, I think I get it. He attacked the village, but he didn't find the Dragon Ball. Let me borrow the radar, Bulma. I'm going to go find that Dragon Ball. Nice. Wir hatten ja oben rechts schon immer die Anzeige. Was sind das denn für Maschinen? Here we go. Shops. Okay. Hey! Actually... Ja, okay. Thank you so much. Ja. Schon gesehen. I'm not sensing any scary energy in the area. That's good. Ich meine, muss ich was kaufen? Eigentlich ja nicht, ne? Nee. Wir hatten ja extra gekauft, weil ich nicht sicher war, ob es hier Shops gibt. Meinte ich nicht noch, es gibt hier keine. Ja gut, dass Bulma die aufbaut. Ja gut. Wow, this energy is incredible. Warte mal, denn da ist nur so eine Basis. Machen wir auch ganz kurz. Aber mit fürs Loot. Muss auch gleich gucken, dass wir das Board vielleicht ein bisschen upgraden. Hochwertige Zwiebel. So, finde den versteckten Dragon Ball. Ja. Wir gucken mal ganz kurz. Wir checken mal kurz den blauen Streifen aus. Das ist. Oder warte mal, wir können es ja hier machen. Können wir hier sehen, was die Nebenquest ist? Nee. Hier. Ein Freezer-Armeesoldat killt eine Mächte das Kind. Schlag den Rüpel, wenn du weichen, rette das Kind. Ja, gut. Kurzer Battle, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Dann haben wir vielleicht Level 20 erreicht. Vielleicht gibt es da noch Upgrades. Und ansonsten diese Figuren, alles, was man hier braucht für Freundschaft, appen ist ja auch immer gut. Das geht schon. Das geht schon. I think I can handle this. Later.
ausgedribbelt. So, Freunde. Oh mein Gott. Sieh mal an, ich habe einen Namekianer-Zwerg gefunden. Pathetic. Du weißt vielleicht was über die Dragon Balls, also komm mit. Mehr als grantig sein. Kann er nicht, der Arme. Ja, wir regeln das, komm. Hört auf, lass ihn in Ruhe. Ich bin der euch in den Arsch tritt. Oh, der war frech. Der war wie Unterstützung. Okay, Bruder. Das bringt dir nichts, aber ja. Jetzt ist nur noch die Drohne. Okay, konnten wir wegsnacken. Hat auch echt wenig, gut, wenig IP gegeben. Aber hey, wir haben ihn gerettet. Du bist in Sicherheit. Bleib weg. Bleib ruhig. Du bist einer von ihnen, oder? Nee, Bruder, ich hätte sonst noch nicht. Da. Ich hätte doch sonst nicht rumgemacht. Aber gut, okay, wenn er nur. Ja, gut, er kennt keine anderen Leute. Ist all seine. Es tut mir wirklich leid, ich wollte den Dorf retten, aber ich war nicht schnell genug. Ich bin hier, um zu helfen, ganz ehrlich. Hast du Hunger? Halt den Mund, was geht dich das an? Ich kann dir was zu essen besorgen, wenn du willst. Wir müssen nur Wasser trinken. Ja. So Schnecken, oder? Das ist noch quasi so eine Schneckenlebensform. Etwas sauberes Wasser gesammelt, abgegeben. Okay. Es ist jetzt nicht vergiftet, trink das Wasser. Ich kann kein Wasser mehr trinken? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Stimmt etwas nicht? Wie wär's mit ein paar Früchten? Okay. Ich wollte eigentlich da. So viel dazu. Ich dachte, ich mache nur ein paar Typen kaputt. Und die so, nee. Du musst jetzt erstmal ein paar Früchte sammeln. Okay. Ja, gut, komm, der arme Junge, dann isst der jetzt was. Ich meine, wenn es dann heißt, okay, vielleicht braucht er doch Fleisch. Haben wir am Start. Ja. Ein Superkommando. Nein. Okay. Ein Schaden hat er gemacht. Okay. Okay. So, ja, ich komme. So. Na. Ich gehe mal ein bisschen overboard hier. Oh, eine D-Medaille. Sexy. Hat sich gelohnt. Das hat sich doch gelohnt. So, hier sind ein paar Früchte. Snack dir die mal rein. Nein, das ist es auch nicht. Gezeigt, wie man die Früchte schält, probiert er sie. Ist sehr bitter. Man kann sie schon essen. Ich glaube, es geht mir besser. Okay. Ist hier ein Arzt? Ich brauche einen Arzt! Hör dir zum Grund an, was Bulmer zu sagen hat. Ich wusste nicht, dass es so aussah, Leute. Sorry. Ei. Na gut. Mir ist irgendwie langweilig. Ja, das... So. Ah, wir schauen mal schnell. So, ich habe keine Dragon Balls gefunden. Ich habe leider einem Kind geholfen. Hätte Flugzeuge Früchte geben sollen. Weißt du, was hier los ist? Deine Vermutung? Der ganze Stress. Brennstoffe.
Ja, sie ist auch keine Ärztin. Kehrt zum Namekianer zurück. Namekianischen Kind. Das wird der Stress sein. Seine ganze Familie verloren. Einfach ein bisschen entspannen. Einfach ein bisschen entspannen. Hi. Okay, wie heißt du eigentlich? Ich bin Son Gohan. Ich heiße Neke. Okay. Thank you. Hey, there we go. Die Medaille, die Stoffpuppe. Ja, die Medaille ist gut. Nicht, dass ich am Ende keine Genki-Dama oder so lernen kann. Oder upgraden kann. Das wollen wir nicht. Apropos upgraden. Was sind denn hier hinten die Boni? Mehr TP, mehr Ki. Weil da können wir doch hier Elder Guru reinschmeißen. Was sind seine Einzelheiten? Entfesselung der verborgenen Kraft. Anders werde mir eigentlich, glaube ich, weil hier... Okay, warte mal, was kriegen wir jetzt? Mehr Ki, mehr TP. Gegenstände, der wäre mir hier, glaube ich, lieber. Ja. Mehr Kugeln nach dem Kampf. Warte mal, wir nehmen ihn raus. Ich weiß nicht, ob ich hier was lostreten kann damit. Das ist auch noch keine Combo. Aber Namekianer, da hätte eigentlich dabei sein können. Na gut. 3 Punkte fehlen noch. Vielleicht haben wir irgendeinen Charakter, den wir noch nicht benutzt haben. Seit wann haben wir Vegeta? Excuse me? Aber der ist halt eigentlich für die... Eigentlich schon fürs Kämpfen, ne? Vielleicht regeln wir das mit Geschenken für Mr. Popo. Das ist hier diese Gottkraft, ne? Gottfähigkeit. Meisterquitte. Ja, können wir gleich mal benutzen. Und dann haben wir vielleicht noch Shenlong. So, neuer Rang erreicht. Mehr Gegenstände nach dem Kampf. So, Z-Warrior hier. Warte mal. Können wir das Meister und Schüler? Weil wir haben da eine Vierer-Kombo, die wir lostreten könnten. Okay, wie machen wir das jetzt? Um Jottes Willen. Okay, pass auf. Vom Gegner zum Feind, +4 auf den 4 Charakteren. Wir machen Vegeta zum Schluss der Combo. Oder mittendrin, weil wir dann mit Tenshinhan vielleicht noch was machen können. Warte mal, Meister und Ich glaube, wir machen einfach mal. Warte mal, wir machen mal Vegeta jetzt hier rein. Dann mal bei Piccolo zum Schluss, machen da noch Gohan hinten dran. Rang 5. Okay, Meister und Schüler, da ist es nämlich. Oder warte mal, was wäre das hier? Ultimatives Vatersohn, okay, das ist egal. Aber Schüler der Schildkrötenschule könnten wir machen. Dann nehmen wir hier noch Krillin mit auf. Und hier, ja. Vielleicht sind wir deswegen auch so stark, weil wir boosten das hier eher krass. Ne? Wir sind ja... Das ist ja nicht ohne hier, ne? Zwei Punkte noch. Haben wir irgendeinen... Ciao zu. Das war sowieso keine Combo. Ja, dann... Ja, machen wir einfach hier ran. Die Angriffswert +4%. Also 4% Damage, Nahkampfangriffe und Ki-Angriffe um 4% gesteigert. Haben und nicht haben. Bei der Gelegenheit können wir gucken, ob wir Goku noch irgendwas zuschmeißen können. Stufe 1 Trainingsfähigkeit upgraden. Haben wir nicht, aber dann machen wir einfach Power-Protein. Ach, nicht Training, Z-Warrior. Ich bin doof. Das ist ja was anderes. Das ist ja oben Z, nicht Training. Training war hier, das hätte ich hier irgendwo reinschmeißen müssen. Ja, machen wir hier. Trainingsfähigkeit. Mund auf, zack, rein mit dem Zeug. Entwicklungsfähigkeit, Abenteuerfähigkeit, Trainings- und Entwicklungsfähigkeit. Entwicklungsfähigkeit, die war hier.
Es ist mir auch eigentlich egal, wenn ich so drüber nachdenke. Nein, nicht nur B drücken. Warte mal. Weil wir haben ja noch gar nichts gebaut bisher, ne? Dann können wir die Pilaf-Truppe noch irgendwo reinsetzen. Haben wir hier 3 Slots? Ne, hier haben wir keine 3 Slots. Dann packen wir die hier rein, ganz ehrlich. Weiß gar nicht, wieso ich die da hin... Also ja, die geben hier die meisten Punkte, aber wir bauen ja noch nicht. Im Notfall können wir das ja noch umsetzen, so ist nicht. Oder war das, weil wir nicht mal einen Punkt kriegen würden? Weil das wasted wäre, es Heck. Right, we're off. I just hope. Oh, 9 Punkte zum nächsten Rang. Nö, das können wir schon machen, das können wir schon machen. Trainingsfähigkeit, dann geben wir das hier Meister. Ja, komm. Attacke. Dann machen wir das. Hier noch ein Scouter. Gönn dir. Sexy. Stufe 21 von 25. Das ist doch gut, das ist doch gut, das ist doch gut. Das ist doch gut. Hier, Gottfähigkeiten haben wir leider nicht mehr. Wie finde ich was? Entwicklungsfähigkeiten, Abenteuerfähigkeiten. Das ist Abenteuer. Ja, rein da. Abenteuerfähigkeiten, sure. Hier. Können wir auf Level 25 bringen sogar. Okay, geil. Senzu-Bohnensamen. Ach, die haben wir gerade geschenkt bekommen. Okay. Oder Abenteuerfähigkeit. Ein Level noch. Easy. Und dann müssen wir nur noch Freundschaft boosten. Okay, jetzt haben wir nochmal Gott und Trainingsfähigkeit. Das ist ja ein Hin und Her. Aber es ist gut, es ist gut, es ist gut. Zack, Gott und Trainingsfähigkeit. Gib mir Gottkräfte. Mehr von den Kugeln. Mehr von den Kugeln, ihr Lieben. So, Schönchen. Ich träumche. Naja, Bonus ist Bonus. Und jetzt finden wir den Dragon Ball. Verstecken den dann bei uns. Ja, das gefällt Gohan nicht. Das gefällt Gohan nicht. Village is in ruins. Got to find that Dragon Ball. Ah, wir sehen ihn ja sogar. Dann ist wahrscheinlich mit dem Radar nutzen und so irgendeine. I got it. Ich weiß gar nicht was. Also. Mal gucken, wenn es soweit ist. Wie das mit dem Dragon Ball sammeln ist, wenn es nicht für die Story ist. Vielleicht ist es ja dann was, da kann man sich dann was wünschen. Also, natürlich kann man sich was wünschen, aber ne, Level-Ups. Fähigkeiten vielleicht? Ich habe Hoffnung, okay? Super Genki Dama von Shenlong einfach mal gesponsert bekommen. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal richtig gut.